Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars Battlefront. Wie ihr seht, wieder mal jeder Staffel. Ja. Da gibt es eigentlich nichts zu sagen. Wo ist das, Volker? Aber ich gehe jetzt nicht auf den Falken, sondern ich gehe auf die feindlichen Jäger, weil wir Punkte brauchen. Und wir höchstwahrscheinlich eh verlieren werden. Weil wir wieder mal das Imperium spielen. Und glaubt mir, jeder hasst das Imperium, jeder. Aber meiner. Na, guck mal, ich konnte nichts machen. Das kann ich gut, das kann ich gut. Komm, jetzt ist noch einer hinter mir, der mich zerstört. Immer wenn ein Transportschiff kommt, irgendwie. Aber da gehe ich jetzt noch drauf, glaubt mir. Scheiß auf die Jäger, alles auf das Transportschiff, was ich habe. Du gehst down! Ach, natürlich der Falke. Komm schon, irgendjemand muss da noch drauf schießen. Haben wir es geschafft? Ja, haben wir. Ach, zum Glück. Ich muss ja auch mal Glück haben. Mann, was ist denn das? Was war denn das jetzt? Ganz ehrlich, wieso fliegen immer alle mich rein, wenn ich Jägerstaffel spiele? Was soll das? Dich hole ich. Du warst, glaube ich, nämlich der Typ, der mir das versaut hat mit dem Dings. Stirb! Jetzt hat er dein gottverdammtes Schild aktiviert. Ich werde dich jagen. Na toll, jetzt ist er irgendwo reingeflogen. Manchmal halten die aber auch viel zu viel aus, habe ich im Gefühl. Mann, wieso verfolgen die mich denn? Ich meine, immer wenn jemand bei mir ein Ausweichmanöver versucht, komme ich nicht mit. Die Feinde kommen sofort bei mir mit, wenn ich das mache. Dann kann nicht mal jemand auf diesen gottverdammten Falken gehen. Uah. Ich mach dem Ding einfach so viel Schaden, wie es geht. Muss ich nur nicht auf Waffenüberhitzung oder sowas achten. Die einfach mit allem drauf. Sehr viel Leben hat er nicht mehr. Du gehst down, mein Freund, du gehst down. Und kaputt, auch wenn es nicht mein Kill war. Und ja, wenn man den Falken so zerstört, hat eigentlich mehr Punkte. Ich meine, das meine ich. Was bringt mir mal dieser Boost? Ich meine, ich habe den Boost eingesetzt, bin sogar noch ausgewichen, damit der mich nicht abtreffen kann, und trotzdem hat er mich zerstört. Das Imperium sollte irgendwas anderes kriegen, nur dieser Boost ist so unnötig. Würden die statt dem Boost irgendwie, keine Ahnung, doppelten Schaden kriegen oder so. Das wäre immerhin besser, aber dieser Boost bringt einfach gar nichts. Ja, kann nichts gegen machen. Wir merken jetzt noch eine Runde hinten dran auf der anderen Seite, auf der Seite der Rebellen. Muss kurz überlegen, ich hätte fast wieder Republik gesagt. Ja. Hab 0 Kills gemacht, 5 Verluste. Insgesamt habe ich nur 5 feindliche Raumjäger zerstört. Also für meine Verhältnisse für Jägerstaffel recht schlecht, aber ich habe den ganzen Tag Star Wars gespielt und wenn man in mein Spiel zu lange spielt, wird man eben irgendwie in ein Spiel schlechter im Gefühl. Ja. Und so ist das nun mal. Ich hoffe, ich kann mal den Millennium Falken wieder werden. Den war ich jetzt extrem lang nicht mehr. Wieder dieselbe Map, aber dieses Mal mit meinem geliebten X-Wing. Ach, wie ich den X-Wing doch liebe. Erste
erster Kill direkt. Nicht von einem Spieler, aber. Na guck mal, ich kann jetzt mein Schild aktivieren. Mach so einen Move. Und schon bin ich den Typen erstmal los. Habe ich das gerade wirklich laut gesagt? Nämlich jetzt bin ich den Typen nicht los. Jetzt aber. Zur Reparatur kurz erhalten. Seht ihr? Ich bin viel besser. Okay, jetzt kann ich nichts machen. Eine Sekunde nach der wird er natürlich wieder zerstört. Ich sterbe natürlich gerade da so um den Dreh, wo der Falke spawnt. Wie wäre es auch anders? Ich sehe so einen Falken, aber ich komme niemals schnell genug hin. Was ist denn das? Und ich bin der Falke. Oh, zum Glück. Hier kommt die Kavallerie. Ja, Bastard. Wenn ich die Slave One sehe, werde ich die jagen. Bis dahin mache ich einfach feindliche Jäger platt. Falke wurde, glaube ich, ein bisschen verstärkt, habe ich irgendwie ein Gefühl. Ich habe nicht darauf geachtet, ob die Slave One schon gespawnt ist, deswegen suche ich die jetzt aber auch nicht. Mir ist es recht, wenn sie wegbleibt. Aber eben ist die Slave One geworden, da ist sie. Ich setze mich direkt hinter der ab, bevor die überhaupt was machen kann. Ach, schade, die haben den Bug gefixt. Ach, schade. Ja, das würde noch gehen. Nämlich, normalerweise ist das ja so, wenn man mit dem Schild die Slave One rammt, wird die zerstört. Ich habe richtig verkackt. Na, das wusste ich nicht. Spawnt die irgendwo neu? Ob ich eigentlich nichts verdient hätte? Ich habe sie nicht gespawnt, ach, dann habe ich es wahrscheinlich vermutlich verkackt. Na, ich hatte die Gelegenheit und dann, ich versau sie natürlich. Typ Gott mir. Jawohl, der eine Typ wollte mir den Kill klauen. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass hier keine Slave One mehr spawnen wird oder so. Aber auch kein Falke mehr. Ne, ich sehe keinen, der gespawnt ist. Kann das jetzt sein, dass die nur einmal pro Runde spawnen? Ne, irgendjemand anders ist Slave One geworden. Komm schon, ich hatte volles Leben. Das heißt, die müssten zwei Raketen auf mich abgeschossen haben. Zwei. Ist doch recht unwahrscheinlich. Feindliche Einheiten nähern sich. Verstanden. Als ich in den reingeflogen bin, war echt dumm. Oh, da kommt noch ein imperiales Schiff, das zerstöre ich dann noch und dann haben wir einfach gewonnen. Wusstest du? So, von da kommen, ja. Tut's auch. Ach, schade. Hat nicht mehr gereicht. War immerhin besser als letzte Runde. Das wäre echt ärgerlich, dass ich mit dem Millennium Falcon. Ich wusste nicht, dass das gepatcht wurde. Sonst hätte ich es sein gelassen. Ja, aber dann tschüss und bis zum nächsten Mal bei. Ne, dann beende ich jetzt den Part. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront. Immer zuerst sagen, dass man den Part beendet. Das ist das Wichtigste. Also tschüss und bis zum nächsten Mal.